Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Gen Performance GmbH. Hier auf Alassesee ist die Hölle los. Ja. Wir sind am Schrauben, am Drehen, am Machen, am Tun und es regnet aus vollen Kübeln. Das ist scheiße. Mein Hirn ist auch schon echt ziemlich durchgelutscht. Wir machen nämlich für Fahrstil wieder eine Sonderserie mit einem Auto, wo wir halt in ein Auto alle Fahrwerke einmal einbauen. Und da haben wir uns gedacht, in der Zwischenzeit, bevor wir das machen, bevor wir das fertig drehen, können wir ein Auto fahren auf der Lassisee, was mit dem Regen ganz gut zurechtkommt. Und zwar auf Zeit. Und da wollen wir auch mal ein, zwei Vergleiche machen. Und zwar fahren wir den A4 Allroad auf der Lassisee und wollen gucken, ob welche verschiedenen Drücke im Dämpfer das Auto auch vom Fahrverhalten her verändert. Das ist sehr interessant. Genau, weil wenn das Auto tiefer ist, ist es weicher und wenn es höher ist, ist es härter. Hm. Ist ja eigentlich genau umgesetzt zu dem, wie ein originaler oder ein Gasdruckdämpfer oder ein normaler Stoßdämpfer funktioniert. Weil der normale Stoßdämpfer, wenn er tiefer kommt, wird er in der Regel härter. Wenn er hoch ist, nicht unbedingt viel weicher. Aber ein ganz hochgefahrenes Luftfahrwerk ist schon ziemlich bretthart, weil der Luftbalg halt mit Druck gefüllt werden muss, um halt dann da die Höhe zu erreichen. Fährt dann relativ beschränkt. Das Auto ist Allrad angetrieben. Quattro. Und wir wollen jetzt mal gucken, was er für eine Zeit fährt. Hat den 100 TDI, kein Software, kein gar nichts, Auspuff, alles Serie, Ansaugenserie, nichts verändert. Handgeschaltet, gut wird das nicht. Schauen wir mal, was passiert. Wir gehen mal eben durch, dass man auch mal so sieht, was so passiert mit so einem Dämpfer. Bleib mal draußen. Ja. So, also ich mache ihn jetzt an mit 0 Bar. Das wunderschöne Geräusch. So, ich mache jetzt mal 1 Bar. Mhm. Okay, vorne, okay. Hinten. Das ist 1 Bar. Ist nichts passiert, ne? Nichts passiert. Ich habe gewartet noch, dass was sich bewegen würde. Okay, nee. Das ist 1 Bar. Der Balk hat ja ein gewisses Volumen und Luftdruck entsteht ja, wenn der Raum gefüllt ist. Das heißt, diese 1 Bar, die jetzt da sind, reichen noch nicht aus, dass der Luftdruck sich in den Balk verteilen kann, damit er Kraft aufbauen kann, um sie nach oben zu drücken. Jetzt pass auf, jetzt machen wir 2 Bar. Das ist 2 Bar. Immer noch nichts? Minimal. Oder ich habe es verpasst. Nee, immer noch nicht. Das heißt, die 2 Bar Luftdruck reichen immer noch nicht aus, um das Fahrzeug anzuheben. Jetzt ist der Balk, denke ich mal, schon gefüllt, ja, aber ja noch nicht genug Härtefülle, um dieses Fahrzeuggewicht zu überwinden. Wir sprechen hier von ungefähr 1,8 Tonnen, denke ich mal. Irgendwie sowas. Jetzt müsst ihr hochgehen, pass auf. Ja, ja. Jetzt geht er hoch. 3 Bar. 3 Bar. Vorne hin. Bei 3 Bar können wir nicht lenken. Okay? Mhm. 4 Bar. Hier war vorne hin. Mhm. Jetzt geht schon in die Richtung tiefes Fahrwerk, ne? Ja. Wir lenken mal vorne. Das geht ja schon. Jetzt ist der Dämpfer gefüllt. Jetzt haben wir einen extremen Sprung gemacht mit 1 Bar. Mhm. Jetzt gehen wir mal auf 5 Bar. Das Summgeräusch auch langsam mal aus. Ja. 5 Bar vorne hin. Ja, sieht fahrbereit aus. Hm? Sieht fahrbereit aus. Ja, ja, klar. Das ist ja easy. Ne? Oder? Jo. So, jetzt gehen wir mal noch höher. 6 Bar. 6, 7. Jetzt sieht man auch, wie das Gewicht, also das Verhältnis sich nicht mehr ganz gleicht. Krass, ne? Ja. Hammer. Vorne ist er jetzt. Vorne ist schon echt hoch. Sehr hoch. Guck mal, was maximal ist. Vorne, hinten 9. Ja, ist auf jeden Fall Offroad tauglich sein Papa. Ja, können wir aber ja gleich. Aber das wird so krass schlecht fahren. Aber guck mal. Wo geht Pferd noch einigermaßen? Das sind schon, ja. Oder dämpft noch einigermaßen. So, wir werden jetzt mal rausgehen und finden erstmal den richtigen Druck, wo wir meinen, das Auto fährt gut. Okay. Los geht's. Oh. Also man muss dazu sagen, das Video heute ist unter Bedingungen gedreht. Die sind echt sehr schwierig, weil wir sehr viel heute drehen, noch für alle möglichen anderen Sachen. Und ich frage gerade Peter so, wie geht's dir denn so? Heia, ja. Dann siehst du, Flo's Gesicht ist eigentlich noch relativ fit. Klar. Julian pimmelt eigentlich eher den ganzen Tag nur rum. Ja, ich bin noch fit. Alles gut. Du bist nicht fit. Doch. Deine Augen sind schon auf Halbmast. Geht. Also, damit ihr es wisst, wir müssen technisch gesehen heute eigentlich 12 Videos drehen. 12 in einem Tag. Okay, hinterlässt vielleicht ein paar Spuren. Ja. Ja. Mir geht's auch schon nicht mehr so stramme. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Gut schlafen heute. Du musst ja ganz kurz unterbrechen. Ja. A4 steht hier, vorne, hinten, volle Möhre Druck auf dem Kessel. Mhm.
So, jetzt fahren wir los. Gucken wir, wie das fährt. Okay, der ist komplett kalt. Ist aber egal, wir müssen ja erstmal vorsichtig fahren, weil wir fahren jetzt 8,6 Bar und 8 hinten. Also müsste hart im Brett sein. Richtig. Es geht, jetzt würde ich sagen, oder? Warte mal, bis die erste Bodenwelle kommt. Ah, okay. Geht's ziemlich los. Okay, okay. Also jetzt haben wir extrem viel. Ja, ja, noch Fragen? Nein. So. So war der Lexus LC 500 auf der Hinterachse, weil wir wollten ihn so tief haben, dass damit er einigermaßen hochkommt, mussten wir extrem viel Druck reinmachen, dass das Ding halt irgendwie funktioniert. Also so, wir fahren mal hinten in die Kurve. Wir machen das im Borsigplatz. Ja, ja, klar. Dann können wir perfekt gucken, wann er über die Vorderachse schiebt. Auch echt geiles Experiment, so von der Höhe. Ja, und mein Radlager ist kaputt. Also nicht das, sondern vom Allroad. Also, wir fahren jetzt hier durch die Kurve durch. Also, wir fahren jetzt ein viel zu hartes Fahrwerk. Boah, mir ist richtig schwindelig. Mir auch gerade. Wir fahren ein viel zu hartes Fahrwerk, wo man eigentlich denken müsste, der würde jetzt über die Vorderachse und Hinterachse schieben irgendwie. Aber es ist sogar nass und wir kriegen es nicht hin. Wir fahren jetzt mal richtig rabiato. Zweiter Gang und Vollgas. Ach, die Regelsysteme gehen nicht ganz raus. Der Regel guckt noch ein bisschen was da rein. Das ist natürlich doof. Das ist ja ein Offroad-Fahrzeug und ein Offroad-Fahrzeug muss eigentlich technisch in der Lage sein, Allroad, Offroad, eigentlich alles ausmachen zu können. Das ist natürlich jetzt doof. Das heißt, unser Test so macht schon mal keinen wirklichen Sinn. Okay. Ich will ja gar nicht mehr hier. Jetzt ist alles an. Ja, ich weiß, aber ich gehe auch nicht mal alles aus. Wir machen einmal Zündung an aus. Das ist der beste Knopf in einem Auto. Wenn was nicht funktioniert, erstmal ganz klug so gucken. Ich starte das nochmal neu, das System. Wieder Router auch. Und dann, ich hab's repariert. So, geht's jetzt? Ja. Repariert. Profis hier. Ja, das ist der Reparierknopf hier, an, aus. So, wir fahren eigenartigerweise immer noch mit 9 Bar vorne. Wir können mal durch dieser Slalom hier durchfahren, was er dazu sagt. Scheiße. Was hab ich denn da hinten im Kofferraum? Das frag ich mich auch gerade. Können wir mal eben gucken gehen. Was ist denn das hier im Kofferraum? Ah, das sind Kennzeichenunterlagen. Ah. Schmeiß die mal dahin, dann hören wir die besser. Yep. Ganz ehrlich, so schlecht fährt er gar nicht mit 9 Bar. Wenn wir hier mal so mit Fofo durchfahren. Nee, schlecht ist das nicht. Aber so, bei Hubels, dann ist er zu viel Druck im Dämpfer. Also wir gehen mal einen Tick runter. Ich würde es jetzt fast vergleichen mit dem N-Modus bei Hyundai, so diesem Ruckeln. Also wenn du auf hart eingestellt hast. Ja, dann, aber der wird nicht so nachbouncen. Ja, okay. Da wäre er besser eingestellt. Wäre traurig, wenn ein Luftfahrwerk mit 9 Bar so fährt wie Hyundai N. i30N, also no ja, front. Aber ich fand das halt kurz vergleichbar. 6 vorne, 6 hinten. Gucken, was er dazu sagt. Slalom geht los. Festhalten, Peter! Ich fest. Merkst du das? Hast du was gemerkt? Ja. Voll Alkoholiker. Ich bin gerade schon den ganzen Tag hier durchgeschüttet. Weil ich sehe, war ja gerade am Bouncen. Aber jetzt ist nach dem Hüpfen eine gewisse Federung. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, da ist mehr Bodenkontakt zum Auto. Weil wenn er nämlich so hart ist, dann hast du einen kurzen Moment. Man darf nicht nur denken, wenn das Auto ausfedert und der Luft ist in der Reifen, hast du keinen wirklich guten Bodenkontakt. Auch wenn ein Reifen extrem entlastet ist, hast du ja keine wirkliche Lenkenergie. Zum Beispiel bei einem Porsche mit einem Heckmotor und Heckgetriebe, um ein Auto wirklich gut in die Kurve reinzulenken, musst du ein bisschen Gewicht auf die Vorderachse kriegen. Das heißt, das Auto ein bisschen anbremsen, dass er vorne so ein bisschen reingeht und dann einen Lenkbefehl. Ne? Wenn du einen großen Motor jetzt vorne hast, musst du es nicht tun. So, nochmal Slalom. Okay. Nein, was man merkt, ist, dass das Auto oder der Dämpfer wirklich anfängt, vernünftig zu arbeiten. Ne, wir schieben so leicht über die Vorderachse, aber wir haben auch ein deutlich höheres Tempo. Ne, also wir fahren das Slalom wirklich sehr, sehr schön durch. So würde ich eigentlich schon vorschlagen, kann das Auto eine Runde fahren mit den 6 Bar. Na, da war jetzt nicht so geil. Ach ja, und wir können nicht alle Kameras aufstellen, weil es ein bisschen zu nass ist. Ist halt geil, ne? Also wir haben nicht so viel Motorleistung, haben diesen Allradantrieb und du kannst einfach stolz den Fuß auf dem Bodenblech lassen. Du kannst das Ding durchdrücken, bis du Flintstones-mäßig die Bußsohle in den Asphalt drückst. Genau, ich würde sagen,
wir starten mal die Kameras. Ich stelle hinten, außer im Borsigplatz, steht der eine Pöller nicht so richtig. Der steht so ein bisschen zu weit vorne. Mhm. Sonst flunkern wir nämlich nach unten. Ach, und wir haben keine Pylone im Kreisding. Mhm. Müssen wir alles aufbauen. Also wir bauen einmal die Runde auf und fahren dann mal auf Rundenzahl und wollen mal gucken, was so ein Diesel ist. Erster Diesel, ne? Ich glaube. Scheiße. Dieselpremiere. Das ist die Dieselpremiere mit Luft. Das sind ja zwei Premiere im einen. Mal gucken, wie der startet überhaupt so, ne? Mit dem Allrad. Naja. Boah, er bewegt sich vorwärts. Richtig körbgeschnitten, hast du gesehen? Yep. Richtig schön geschnitten hier die Runde. Aber, Leute, obwohl das eine Regenzeit sein wird, so wirklich jucken. Das juckt ihn gar nicht. Tut ihn der Regen nämlich gar nicht. Gar nicht. Sollen wir einmal gucken, wie der mit 6 Bar rundherum überhaupt aussieht? Ja. Weil vielleicht sieht er ja gar nicht so gut aus. Ne? Wenn du Rundenzeit fährst, muss ja auch der Rest passen. Kosmetik hier, ne? Sieht nicht so gut aus, ne? Nee. Sag du Stopp, wenn vorne okay ist. Okay. Halt die Augen aber auf, sag einfach nicht nur Stopp, so. Ich halte sie offen, ich guck drauf. Ey, Digga, wenn ihr wisst, ne? Peter, sagst du Stopp, wenn was ist? Ey, so lange hab ich es nicht gebraucht. Ich sag ja, ich guck jetzt drauf. Meine Augen sind offen. Kann noch. Ehrlich? Ja. Ein Hauch. Okay, warte mal. Müssen wir weiter weg? Ja, vorne noch ein Stückchen. Ja, okay, so könnte es schon okay aussehen. Okay. Ist aber jetzt deutlich weniger Druck. Ja. Also das ist jetzt vorne 4,1. 4,1. Wir fahren nochmal eben rauf, runter, ob das dann vorne immer noch funktioniert und dämpft. Na, siehst du? Das war schon. Ja. Ja. Ich grinse. Okay, ne? Tut er echt okay. Ja, das Summen macht er, weil, erkläre ich gleich. Ja, wir fahren mal so. Der Grund, warum der summt ist, wenn ich jetzt versuche mal hier drauf zu fahren, wenn ich die Kurven fahre, okay? Und dieses Gerät kann ja einfach nur den Minderdruck erkennen. Wenn er ihm zu gering ist, dann summt er. Mhm. Pass auf, was passiert, wenn du die Kurven fährst. Ist das? 3,2. Weil er den einen Dämpfer entlastet, den anderen da Druck reingibt und sowas. Und das erkennt er halt. Und dann ist das für ihn zu wenig. Wenn er aber normal fährst, wieso? Hält er ja den Druck, wie man ja sieht. Ja. Und dann kann da auch nichts passieren. Das heißt, wir werden gleich das hören bei der Rundenzeit. Der Regen kommt auch gerade stolz wieder. Ah, die Kamera haben wir runtergestellt. Das ist gut. Das ist gut, ne? Boah, wir beschleunigen gerade. Ich beschleunige jetzt auf der Rutschfläche mit einem Audi A4 Allroad. Mit einem heckangetriebenen Auto geht dir gar nichts. Okay? Nee. Pass auf. Guck mal. Nicht einmal gerutscht. Das ist echt assi, ne? Nicht einmal. Nicht einmal. Na, guck dir mal an, bitte. So, Bremsung. Okay, Bremsung. Okay, kann ja auch nicht zaubern. Ne? Nee, Bremsung, Bremsung macht er. Jetzt gebe ich wieder Vollgas. Also, nee, ist echt krass. Aber es ist immer so schlimm, wenn die Motorleistung so gering ist, weil die geringe Motorleistung bringt halt nicht so viel Hektik ins Auto. Ja. Und dann denkst du dir, boah, das wird eine bombastische Rundenzeit. Das Gefühl wird schlechter, wenn das Auto mehr Leistung hat, weil dann mehr Hektik ins Auto kommt. Ne? Die Längsbeschleunigung, Bremsen, Kurven und mit höherer Geschwindigkeit dieselbe Kurve fahren können, heißt ja auch eine härtere, längere Bremsphase. Weil hier denkst du gerade, da muss eine richtig gute Rundenzeit reinkommen. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Da kannst du schon direkt raus. Yep. Dann viel Spaß, würde ich sagen. Habe ich. Sehr gut. So, wir schaffen laut Tacho bis zum Bremspunkt. Eieiei, okay. Also, was man direkt gemerkt hat, ist, dass wenn das Auto so hüpft, dass dann auch die Bremsung deutlich schlechter wird. Alles hängt zusammen. Das Piepen ist halt Teil von der ganzen Scheiße hier.
schleifen tue ich schon mal gar nichts. Ich sag's euch, die Rundenzeit wird nicht schlecht. Also wenn er über 1 Minute 5. Tippt, aber ich sag's euch, wenn ich hier noch ein bisschen dran rumfeile, fährt er auch 1 Minute 5. Runde Nummer 2, Luftfahrwerk, Allroad, gelb. Noch alles stabil. Ich meine, das ist auch eine extreme Belastung für den Dämpfer, muss man sich überlegen. Ne? Man geht ja auf die Seite drauf, man fährt jetzt zum Beispiel auf Hinterachse schon 6,3 Luftdruck und dann geht ja noch in die Seitenlage rein. Das heißt, da ist ja ganz kurzzeitig über 10 Bar, denke ich mal. Ne? Wenn das Fahrzeug gewichtig drauflegt, schon nicht ohne. So, Durchschnittsverbrauch 20 Liter, was für ein Diesel schon ganz gut ist. Letzte Runde. Guter Start, Herr Krämer. Zu tricksen ein bisschen, ne? Ein bisschen wilde Linie hier. Hier muss ich ein bisschen langsamer ran, dass ich ein bisschen weiter innen bin. Das ist 1,4 glatt. Sehr gut. Ich habe 1,5 gesagt, sowas, ne? Ja, 1,5 bis 1,10 hast du gesagt. Aber riech mal bitte an dem Auto. Nee, aus der Bremse raus. Guck mal da, Hinterachse. Und guck mal, Vorderachse. Oha. Alter, warum? Das geht richtig verbrannt. Ja, das ist ja auch verbrannt. Für so ein Auto-Limit. Aber die Bremse ist echt am Ende. Echt immer noch. Wir müssen hier mal kalt fahren, sonst ist es ein bisschen zu heiß. Man merkt die Unterschiede, dass es ein Luftfahrwerk ist. Aber so richtig schlimm, ne? Ist es echt nicht. Muss man sagen. Verschleiß ist nur krasser? Nee. Ich meine jetzt wirklich von Performance, vom Fahrverhalten. Das ist schlechter, wenn du zum Beispiel hochgepfeffert kommst. Mit 100 irgendwas. Und dann willst du den Bremspunkt treffen. Da ist ja hier so eine Kuppe. Die sieht man leider im Video nicht so wirklich. Siehst du die da? Dass die Strecke hier so runterkommt. Wenn du da mit der Geschwindigkeit rüberkommst und dann musst du ja gleichzeitig einen Bremsbefehl einleiten. Das heißt, das Auto federt aus oder das Luftfahrwerk federt aus, dann kommt das Fahrzeuggewicht wieder drauf und dann kommt das rein. Und dann kommt der Bremsbefehl. Das ist nicht gut. Da merkst du Hektik, Unruhe, ABS weiß nicht, was los ist. Auto wippelt so ein bisschen, nicht so gut. Dahingegen ist die Kreisbahnfahrt im Regen als Allroad-Auto. Also trocken wäre. Ja, und auch der Dämpfer macht jetzt nicht schlecht, dass man sagt, ah, wenn er jetzt ein normales Fahrwerk hätte, würde der schneller hier durchfahren. Würde er vielleicht, aber das ist minimal.
mehrere Situationen, die echt, okay, nee, stimmt, die Rechtskurve im Breakdancer, da ist der eigenartigerweise immer rausgeschmiert, der Wagen. Guck mal, wenn ich jetzt hier so ankomme, so, jetzt fahre ich hier so rein, merkst du das? Da hörst du auch ganz leicht, dass er die ganze Zeit da vorne rüber schiebt. Da wäre jetzt noch was drin. Ich sag mal, das Auto würde mit einem guten, normalen Fahrwerk, würde der 1,36 fahren. Im Idealfall. Und das ist es mir schon wert. Voll. Da hast du ein Luftfahrwerk hier, kannst du runterfahren. Genau. Und deswegen, was ich nochmal machen würde, ist ja eine abgesperrte Strecke hier. Wir fahren den Wagen jetzt einmal runter und fahren jetzt einmal luftleer und gucken mal, wie sich das verhält. Muss nur einer von draußen filmen. Okay. Wir können ja einmal einen kleinen Test machen. Weil schleifen darf nichts. Ist auf dem TÜV getestet. Also einmal hier drauf filmen. Hinten. Vorne. Ich lese schon in den Kommentaren, mich triggert das Summen. Das ist echt gut, ne? Also wir fahren jetzt auf den Gummipuffern im Dämpfer, diese Bumpstops. Die kann man auch rausnehmen, weil dann ist Metall auf Metall und dann geht der Dämpfer echt schnell kaputt. Aber ich muss echt sagen, ne? Dafür, dass hier jetzt luftleer ist, das sieht jetzt echt krass aus von draußen. Ja, ja, also nicht krass krass, aber sieht schon gut aus. Der liebt halt richtig jetzt. Genau, aber das fährt normal. Da kommen wir nicht rum. Mhm. Aber wir können ja den Bio-Kraftkreis simulieren. Genau. Unseren geliebten Bio-Kraftkreis. Der geliebte Bio-Kraftkreis. So, warte. Ich erinnere mich, dass der Bio-Kraftkreis irgendwo hier war. Das müsste da sein. Natürlich auch für die Antriebswellen sehr extrem jetzt, ne? Die sind ja jetzt komplett im Winkel, die Antriebswellen. Ja. Ja, die sind jetzt ganz, ganz, ganz schräg. Finden die ganz scheiße. Sieht cool aus. Perfekt. Perfekt. Hinten geht noch mehr raus. Jetzt ist ganz leer. Kann man gut fahren. Er ist nicht zum Bodensee, aber... Nee. Oh, ob er das schafft. Eieiei. Aber wir können ja jetzt einfach Folgendes machen. Pass auf. Wir machen einfach vorne hoch. Und fahren einfach... Auf Style. Ja, voll. So, warte. Die Nase oben wird man nicht loben. Hä? Wir haben die auf der Linse. Komm her, mach ihn weg. Okay. Warte, warte einmal an. Das ist schon ein hart Boss, ne? Okay, gut. Haben wir genug Scheiße gebaut für heute, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich wünsche euch noch einen Wunder. Warte mal. Mal kurz hier. Oh. Oh. Oh, tu das gut. Das ist echt Entspannung für die Ohren. Ich denke, der deutsche TÜV muss sich auch mal beschäftigen mit dem Summgeräusch, weil es ja auch Ohrschäden gibt. Ja, eben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir warten eben, bis das typische Luftfahrergeräusch aufhört. Ah. Ciao. So, ja, oh, hallo. Ja. Frau Müller. Herr Meier. Herr Meier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier A4 Allroad mit Luft. Fantastisch. Herr Kubik hat das fantastisch vorbereitet. 1 Minute 4,5. Ui, das ist aber tief unten. Wir sind genauso schnell wie ein 1.8T VW ab. Und
Tick langsamer als A4B5. Tick langsamer, 2,5 Sekunden. Ja, ist recht. In Lassisee-Zeiten ist das eine Welt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Hier unten spreizt sich echt auf, weil wir halt oft im ähnlichen Segment so wildern von den Performance-Bereichen, weil hier oben sind wir schon wirklich sehr nah beieinander. Und der A4 Allroad mit 1 Minute 4 und 5 ist aber auch ein Luftfahrwerk, was ja, ja auch sehr interessant ist. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Projekt, was euch demnächst erwarten wird, umgeswitcht von Luftfahrwerk auf Static. Mhm. Und da wollen wir nämlich was zeigen, wie viel Aufwand es ist, ein Breitbauauto Static cool zu bekommen. Ist das nicht cool? Das ist cool. Fantastisch, Movo. Mensch, ist das nicht cool? Das ist Wahnsinn. Frau Müller!